Das ist ein schöner Tag, der verregnerisch ist. Aber heute würde ich gerne mit euch über was sprechen. Und zwar folgendes. Früher war das immer so, man dachte, so wenn man ne, schön irgendwie Party gefeiert hat, gekifft, gesoffen, kamst du nach Hause oder hast einfach einen Fresskick. Hunger. Es gibt ja Dinge so da draußen, was wir letztens festgestellt haben, wo ich die Tomatensoße gemacht habe, die eigentlich relativ simpel ist, so dass einige vielleicht die Idee und den Andenkstoß brauchen. Gedenkenanstoß, Stoß angedenkend, gedenkend zu diesem Anlass, würde ich sagen, gibt es heute so eine schnelle Nummer. Und zwar machen wir einfach einen Nudelauflauf. Und zwar haben wir den früher immer gemacht, wirklich tatsächlich, als wir dann so zusammensaßen und irgendwie eine gemütliche Runde hatten, einige gepafft haben und so und irgendwie Wein und irgendwie so partytechnisch abends zusammensaßen irgendwie und auf gemütlich kam dann die Frage auf, boah, ich hab Hunger. Und jetzt ist die andere Frage, die, was kann man machen für wenig Geld? Früher hat man 5 Mark bezahlt für diese Nummer. Ich habe mal durchgerechnet, so Thunfisch, so eine Dose kostet heute 1 Euro, so teilweise 1,10 Euro, ja, 1,99 € der Käse, so 400 Gramm Gouda und Sahne, so einen halben Liter Sahne, kostet Sahne 60 Cent, 6, 12, 18, 1,80 €, Thunfisch. Sind wir schon bei 2,80, sagen wir 2,90, 5 Euro mit dem Käse, ein paar Zwiebeln dabei, sind wir heute so bei 5,50 Euro mit der ganzen Nummer. Ja? Und vielleicht tatsächlich hier in dem Fall ein halben Liter Sahne könnte sein, dass das nicht mal ausreicht. Das heißt, das müsste man noch ein bisschen strecken mit Milch oder dann könnte man würzen, Salz, Pfeffer oder... bisschen Hühnerbrühe, wenn man da zu Hause hat. Ja, so ein paar Sachen hat man ja eigentlich auch immer irgendwie zu Hause, glaube ich. Und früher hat man für die Nummer irgendwie einen Fünfer bezahlt und du hast 6 Leute satt gekriegt. Ja, jetzt zahlst du halt irgendwie gefühlt das Doppelte. Das ist scheißegal. Heute sind halt 5,50 Euro, denke ich, schon sehr günstig, um damit am Ende des Tages irgendwie 6 Leute satt zu kriegen. Ich habe die Nudeln noch vergessen. Ja, so eine Packung Nudeln 50 Cent, also bist du bei 6 Euro. Ja, ja gut, am Ende des Tages habe ich jetzt dann einfach mal einen Haufen Zwiebeln gemacht. Also einen Haufen Zwiebeln. Dann dreimal Sahne. Thunfisch, schön so klein, im Öl, im eigenen Saft. Also nicht besser ist im Öl, hat mehr Geschmack. Und halt 400 Gramm Käse, den ich dann geschnitten oder in dem Fall gerieben habe. Salz, Pfeffer, ne, ein bisschen, kleines bisschen Prise davon und jetzt kochen wir dann erstmal die Nudeln. Nudeln kochen ist klar, ne? Wasser, dann das Wasser abschmecken, so dass das nach Meersalz schmeckt, nach Meersalz, so nach Meer schmeckt und dann würde ich sagen, machen wir mal die schnelle Nummer, ne? 6 für 8. Ja! Und am Ende des Tages machen wir jetzt erstmal, wir würzen die Sahne. Ich habe jetzt von 600 auf 800 noch 200 Milliliter Milch dazugegeben, weil ich denke, ein bisschen mehr Flüssigkeit kann nicht schaden. Ich bin dann immer so, ich gehe hin und fülle die Sahne in einen großen Behälter oder in einer großen Schüssel, besser gesagt. Dann ordentlich Portion Salz dran. Groben Pfeffer. Dann gehe ich hin tatsächlich, ich finde das immer sehr interessant, wenn man dann alles geschnitten hat. Ich packe die Zwiebeln auch direkt damit rein. Ich
verrühre das Ganze, damit man das jetzt am besten dann einfach während die Nudeln kochen, einfach alles schon mal so ein bisschen ziehen lassen kann. Dann kriegt die Sahne quasi auch nochmal Bums und Gloria und dann gibt das Ganze nachher mehr Geschmack. Ja. Dann checken wir einmal. So, in dem Fall muss da noch mehr Salz rein. Das sieht immer mehr aus, als es ist tatsächlich. Und eigentlich ist der ganze Trick, nehmen wir mal normales Salz, ne? Also hier ist Steinsalz, also mehr Salz drin. Und mehr Salz ist tatsächlich, und da kann man mich jetzt abstempeln, als hätte ich einen in der Pfanne, aber ich sag euch, mehr Salz ist nicht so intensiv. Denn ich möchte heute nicht mit Brühe arbeiten, sonst könnte man immer ein bisschen Hühnerbrühe mit dran machen. Übrigens auch so ein Ding. Deswegen bin ich auch so ein Verfechter, wenn man beim Italiener bzw. bei dem Pizzerien um die Ecke seine Nudeln mit Sahnesoße und Käse überbacken. Finde ich, ich persönlich immer Geld rausschmeißen, dann esse ich lieber eine Pizza oder so. Weil die machen es auch nicht anders. Die nehmen einen Schluck Sahne, Hühnerbrühe, ein bisschen Weißwein, kochen das Ganze auf, klatschen das über das Ding, mubbeln das durch, kommt Käse drauf, einmal überbacken, fertig. Ist lecker. Aber preis-leistungstechnisch kannst du für das Geld auch direkt 6 Leute satt machen. So. Ganze Nummer ist keine große Kunst. So wie ihr das beim Backen kennt oder bei Süßspeisen kennt, dass man immer ein bisschen Salz mit dran macht, mache ich hier in dem Fall so ein bisschen Zucker mit dran. Nicht übertreiben. Einfach nur wirklich so ein bisschen. Man kann das Ganze jetzt hier schön für sich ziehen. Und dann kann man das gleich schön verteilen. So. Das war erstmal zu dem Thema, wie wir die Marinade anrichten. So. Und dann sage ich, wenn die Nudeln gleich fertig sind, wie sie gleich. Oder auch, wie ist gleich. Ja. Egal, was man glauben mag oder glauben mag nicht. So, wie man Nudeln abgießt, glaube ich nicht, dass ich euch das noch zeigen muss. Den ganzen Kladderadatsch da rein. Und wenn man nicht so viel quasselt und ein Video macht, dann ist das eine Nummer und darum geht es hier eigentlich. Hier geht es gar nicht um das, was ich euch hier erzählen will, sondern hier geht es tatsächlich auch darum, dass man einfach, simpel, günstig, schnell ein leckeres Gericht zaubern kann. So, ping, aus die Nummer. Und um mehr geht es eigentlich hier gar nicht. Dann verteilen wir den guten Thunfisch. Ich gehe dafür einfach, ne, ich bin da ganz unkompliziert, denkt immer dran, die Hände zu waschen. Hier geht es eigentlich um ein leckeres Fresskickgericht. Ganz einfach. Und das ist so, wenn man nicht vor der Kamera gerade ist und euch irgendwas erklären muss, schwöre ich euch, zack, 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 ihr seid in einer Viertelstunde fertig. Während die Nudeln kochen, sind die Zwiebeln geschnitten. Gleichzeitig dann die Sahne in eine Schüssel, bisschen salzen, Zwiebeln, alles rein. Peng, fertig. Ich gehe aber auch immer gerne hin und nehme den Käse und lege den Käse nicht nur oben drauf. Sondern ist fatal, weil umso länger das da drin ist,
hast du nachher dann oben eine ekelige feste Krustenschicht. Und am besten ist das, wenn man den Käse mit den Nudeln und mit dem ganzen Kladderadatsch auch nochmal einfach alles so durchwühlt. Aber denk dran, vorsichtig, die Nudeln sind heiß. Nur mal so zur Information. So. Ich finde, der Käse, der gehört überall hin und nicht nur oben drauf. Peng. So. Natürlich am Ende des Tages kommt noch unsere leckere Zwiebelgeschichte. Das Ganze müssen wir auch noch mal ein bisschen hier. Das haben wir dann nur noch oben, die Zwiebeln. Das muss ja alles so schön vor sich hinschmürgeln nachher. Ja, man kann auch einen Löffel nehmen. Ihr müsst nicht eure Finger benutzen dafür. Aber das sieht ja jetzt schon mal gut aus, wie so ein leckerer Nudelauflauf. Was erzähle ich euch hier, Alter? Ich zeige euch eigentlich regelrecht nur, wie ihr auf jeden Fall am Ende des Tages lecker. Ich will meinen am Ende des Tages. Naja, macht es zu Hause nach. Ich schwöre euch so, dann kommt noch mal ein bisschen Käse oben drüber. Noch ein bisschen so, nicht übertreiben. Ne? Wie auch, ist ja kein Käse mehr da. Ach, herrlich heute. Ja, und das Ganze dann ganz normal bei, weiß ich nicht, 200 Euro. 200 Euro. Ha, geil, 200 Euro. 200 Grad, 200 Grad im Backofen. Ihr müsst dazu wissen, ich drehe meine Videos nicht normal. Ich mache das so, wie es ist. Das ist halt, ne? Das ist halt das, was mir Spaß macht an der ganzen Nummer. Also so ganz pedantisch wie andere da draußen bin ich nicht. Also ich denke, ey, sonst ist der Sinn von YouTube ja irgendwie auch verloren gegangen. Für mich ist der Sinn davon, dass man Spaß hat. Ganz einfach. Und das andere, das ist dann schon zu kommerziell und dann irgendwie zu sehr, zu professionell aufgebaut. Und wenn man mich fragt, ist da die große Frage, ob das irgendwie sinnig ist. Guck mal, ich habe hinter mir irgendwie gerade nicht die tollste Beleuchtungssituation. Es schwankt immer hin und her. Das könnte ich auch alles einstellen und umgehen. Da gibt es auch Möglichkeiten. Aber ich denke mir, der Spaß ist im Vordergrund. So, und in dem Fall macht dieses Essen am Ende auch Spaß. Und ihr müsst sehen, das ist so eine Nummer, die, da kriegt ihr nachher, ey, weiß ich nicht, ne? Ihr müsst ja überlegen, da haben ja viele Leute irgendwie schon viel gesoffen und irgendwie nebenbei Chips gefressen. Und ich sag mal, also eins, also locker sechs Leute, wenn nicht sogar eine siebte Person mit satt. Ne? Also ich weiß es nicht. Das Wesentliche ist ja im Vordergrund. Und das ist, dass die so sind, wie sie sind. So, ich habe das vorgeheizt. 200 Umluft. Zack, rein die Nummer. Ich stelle jetzt auf Ober- und Unterhitze 200 Grad. Und der ganze Kladderadatsch, weiß nicht, je nach Ofen, vielleicht brauche ich jetzt 15, 20 Minuten und dann ist das einmal fertig. Weil eigentlich ist das Essen ja schon fertig. Dann nur noch, dass die Zwiebeln so ein bisschen darin anfangen zu kochen. Und ja. Und das meiste daran ist eigentlich tatsächlich jetzt wieder das Spülen. Ne? So sieht die Nummer aus. Kochen, spülen, aber dann hat man eigentlich alles, ich denke mal gut, in 20 Minuten hat man das, ne? Während das Essen im Backofen ist, 20 Minuten. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ne? So. Und wenn es dann fertig ist, dann sieht das so aus. Es war dann circa tatsächlich bei mir locker 20 Minuten. Und dann habe ich jetzt so in einer Viertelstunde habe ich das mittlere noch mal ganz nach oben geschoben, damit das schön auch eine schöne Farbe bekommt. Und das ist halt der Gag. So, mehr ist das nicht. Das ist ruckzuck. Ihr kriegt viele Leute satt. Und ob ihr glaubt oder nicht. Das sieht nicht nur so aus, als ob. Es ist auch so, dass es aussieht, als wäre es lecker. Nein, ich weiß, dass es lecker ist. Und das in dem Fall sogar völlig ohne Geschmacksverstärker. Ne? Wer das noch einfacher haben wollt, nimmt einfach ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz, Hühnerbrühe, fertig, peng drüber, schütten Käse drüber, Thunfisch drüber. Ab rein, ich denke, die ganze Nummer habt ihr ruckzuck erledigt. Und ja. Und wie immer in meinen Videos,
würde ich am Ende des Tages sagen, pusten, Houston. Und ihr habt ihr habt ein richtig geiles, leckeres Gericht. Ja, und wer will, kann noch ein bisschen nachwürzen. Ich finde das eigentlich gut so. Obwohl, vielleicht ein bisschen mehr Salz. Gönnt euch. Thunfisch, Nudeln, Zwiebel, Käseauflauf. 6 Euro. Und ey. Das ist eine Portion. Ja? Das heißt, 6 Leute locker mit einem Nachschlag. Ne? Ja. An der Stelle sage ich euch, Peace, Love and Harmonie. YouTube muss Spaß machen. Alles, was man macht, muss Spaß machen. Sonst macht das keinen Sinn. Und denkt immer daran, lasst einen Daumen da. Nachtrag von mir, und zwar guckt euch das an. Das sind 4 dicke Portionen. Guckt euch das an. Und das ist das, was ich damit sagen wollte vorhin. Das ist immer noch die Hälfte. Das heißt, das ist die Nummer, ja, nicht nur für 6 Leute. Das ist jetzt, werden wir noch mal 2 so rein. Hier ist es noch Nudeln. Das heißt, das kann auch noch eine 7. Person tatsächlich. Oder 8. Da werden noch 8 Leute. Jeder kriegt einen dicken Teller mit Nudeln und Käse und Thunfisch, Zwiebeln überbacken. Und das für 6 Euro. Ne? Und das nenne ich dann absolut Fresskick-Essen. Schnell, einfach, simpel, lecker. Aber jetzt bin ich raus. Peace.